Was passiert hier? Auf einmal ist hier noch ein Block dazu gekommen. Warum das denn? Wir werden heute mal wieder die kuriosesten Minecraft-TikTok-Glitches testen. Let's go! Das hier wäre der allererste TikTok und wir können sehen, in diesem TikTok haben wir die Minecraft-Kerzen aus der Bedrock Edition am Start, beziehungsweise Pocket Edition oder Switch Edition. Und wie wir sehen, sind die wohl ein wenig verbuggt. Denn wir können, wenn wir die Steine bzw. Blöcke unter den Kerzen abbauen, ja, einige kuriose Sachen damit machen. Wir sehen, Alter, was zur Hölle ist das? Schwebende Türen, wir haben schwebende Schienen, wir haben ja alles Mögliche am Start, ne? Und ich würde sagen, das testen wir natürlich mal aus. Also, es soll wie gesagt nur in der Minecraft Bedrock Edition funktionieren, nicht Java Edition. Deshalb schnappen wir uns mal hier eine wunderschöne Kerze, würde ich mal sagen, in der Farbe Orange, weil mein Skin ja auch orange ist, beziehungsweise eigentlich eher gelb, könnte man sagen. Gelb, orange, ja, eher gelb. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was eure Lieblingsfarbe ist, würde mich mal interessieren. Wir platzieren jetzt hier auf diesem Block die Kerzen drauf. So, jetzt bauen wir das Ganze ab. Und das funktioniert schon mal. Das ist ein sehr gutes Zeichen. So, jetzt gucken wir mal nach, was passiert, wenn ich hier Fackeln nehme, wie das auch im Video oder TikTok gezeigt wurde. Alter, wir können... Nein, wir können einfach wirklich Fackeln hier an diesen Kerzen dran platzieren. Es ist doch wieder der Wahnsinn, Leute. Es ist jetzt schon wieder der reinste Wahnsinn. Mich interessiert aber jetzt Folgendes. Funktioniert das mit den Dripstones auch? Ja, es funktioniert auch mit den Dripstones. WTF, Leute. Das ist ja schon mal wieder sehr, sehr verrückt, muss man wirklich sagen. Platzieren wir nochmal ganz kurz hier ein paar Kerzen. Moment, so. Kerzen wurden platziert. Und wie sieht denn das jetzt aus mit Rails? Funktioniert es auch damit? Und selbst Rails können wir so... Alter, nein. Das ist ja super krank, weil theoretisch können wir dann auch so eine Strecke formen. Also ich könnte jetzt hier drauf fahren ohne Probleme. Ich suche mir ganz schnell ein Minecart. Bam. Alter, einfach ein... Was ist... Leute, nein, 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 nein. Es ist einfach der Wahnsinn. Was mir auch noch aufgefallen ist, also man kann keine Schilder rechts und links platzieren. Man kann aber Schilder darunter platzieren. Und die Schrift glitscht sogar durch die Kerze durch. Hier steht Liken und Abo, Leute, bitte. Wäre auf jeden Fall super cool. Danke für euren Support. Einfach quasi so eine 3D-Schrift erschaffen. Im nächsten TikTok sollen wir wohl einen verglitschten Fernseher hinbekommen, also diesen Fernseher-Error-Effekt, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir müssen dafür also einmal Wasser unten platzieren, Soul Sand, ganz viele, ja, verschiedene Sandblöcke, farbige Sandblöcke, könnte man sagen. Und dann soll wohl auch schon dieser Effekt entstehen. Das ist ja gar nicht mal so schwierig, okay. Also Leute, wir müssen jetzt erstmal ganz kurz hier runterbauen. 3 tief musste das Ganze sein. So, jetzt kommt hier Soul Sand. So, platzieren wir einmal Wasser rein, würde ich sagen. Jetzt sehen wir schon, wenn wir ins Wasser reingehen, dann werden wir die ganze Zeit hier herausgeschmissen aus dem Wasser. Schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt platzieren wir hier diese ganzen Trapdoors. Zack, zack. Hier auch nochmal drauf. Sehr schön. Und jetzt muss hier noch eine Trapdoor platziert werden, die nach außen zeigt. Denn so können wir hier Soul Sand... Huch. Denn so können wir hier Soul Sand platzieren, wollte ich sagen. Und jetzt schnappen wir uns unsere ganzen farbigen Blöcke, die müssen wir dann darüber platzieren und immer 2 von einer Sorte, könnte man sagen, von einem Powder, könnte man sagen, und das platzieren wir jetzt hier drauf. Ich weiß nicht, wie viel genau im TikTok genommen wurde, wie viele verschiedene Blockarten. Ich denke, das spielt aber keine Rolle. So, und jetzt lassen wir das hier eigentlich noch fallen und dann müsste es funktionieren und, oh mein Gott, was? Es funktioniert, glaube ich, tatsächlich, Leute. Wir müssen jetzt das Ganze hier noch einmal schließen, so. Ja, perfekt. Leute, wir haben einfach so einen Fernseher-Error-Effekt geschafft, zu erschaffen. Ey, wie cool sieht das denn aus? Also, für zu Hause oder in einem Minecraft-Haus eigentlich perfekt geeignet. So, in diesem TikTok soll wohl gezeigt werden, wie man viel größere Bäume pflanzen kann. Und zwar müssen wir einfach einen Baum in so eine Glasvorrichtung reinpacken. Und wie wir sehen, soll dann wohl ein größerer Baum dabei entstehen. Also, ist schon sehr, sehr verrückt. Ich habe es persönlich noch nie ausprobiert und ich kam auch noch nie auf den Gedanken. Deswegen checken wir das Ganze mal ab. Die Farbe vom Glas sollte eigentlich komplett egal sein. Das Wichtigste ist halt nur, dass man wirklich, ja, so eine kleine Vorrichtung baut. Und das machen wir jetzt einfach mal ganz schnell im Schnelldurchlauf. Musik.
So, und da haben wir das Ganze schon fertig. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch diesen Setzling hier platzieren, wie es im TikTok auch gezeigt wurde. Und jetzt pflanzen wir das Ganze mal. Ich bin sehr gespannt, Leute. Und was wird passieren? Was wird passieren? LOL! Oh mein Gott! Hat es funktioniert? Eher weniger, ne? Weil ich meine, wie wir sehen, ist hier auf jeden Fall einiges außerhalb des Glases rausgekommen. Und auch hier, der Baumstamm, der geht nicht bis ganz nach oben, sondern der hört hier einfach in der Mitte irgendwo auf. Ich mache das Ganze noch einmal, einfach aus Interesse. Vielleicht klappt es ja beim zweiten Versuch. Und jetzt einmal ganz schnell den Setzling hier platzieren. So, und noch einmal, Leute, zack. Was passiert jetzt? Es passiert genau das Gleiche, nur noch schlimmer. Oh mein Gott, jetzt sieht es richtig schlecht aus. Also, das funktioniert definitiv nicht, weil wir sehen, der Baum sieht komplett lost aus. Leider. Ein Minecraft-Glitch, der wohl das Spiel komplett zerstören soll. So wird es hier zumindest beschrieben. Breaking Minecraft. Wir platzieren hier Redstone-Blöcke. Dann einmal, okay, End-Portals außenrum. Und was macht er jetzt genau? Er platziert Sticky Pistons und dann packt er wahrscheinlich die Ender-Augen da rein. Das habe ich mir schon gedacht, okay. Aber was hat das jetzt mit Minecraft kaputt machen zu tun? Was? Okay, okay, okay. Interessant. Wir haben quasi ein einziges End-Portal entstehen lassen. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also es würde Sinn machen, aber ich glaube irgendwie nicht. So, Freunde, dann starten wir mal das ganze Programm hier. Wir müssen erstmal ein 3x3 Loch bauen. So, genau. Jetzt platzieren wir hier unten eine Redstone-Block-Schicht und darüber kommen dann hier diese Sticky Pistons hin. Die Endportale dürfen natürlich auch nicht fehlen. So, zack. Alle Endportale sitzen und jetzt packen wir die Augen rein. Ich bin so gespannt. Wir müssen, wie gesagt, beim letzten Auge beachten, dass wir den einen Sticky Piston abbauen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, bauen wir ab und oh mein Gott, Leute. Hat es funktioniert oder nicht? Da bin ich jetzt so gespannt. Oh mein Gott. Und was passiert hier? Was passiert hier? Auf einmal ist hier noch ein Block dazu gekommen. Warum das denn? Hä? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Kann ich das auch abbauen? Lol, das habe ich jetzt. Ich habe das einfach abgebaut. Lol. Ey, wie crazy. Besonders wenn man jetzt von hier unten schaut, dann sieht man einfach gar nichts. Also macht ja auch Sinn bei einem Endportal. Aber dieser Glitch funktioniert auf jeden Fall. Also der stimmt. Was mich jetzt nur interessiert ist, warum dieses eine Portal nochmal aufgetaucht ist. Deswegen mache ich das Ganze noch einmal. So, und jetzt sehen wir, hier wurde, glaube ich, mittig nichts erschaffen. Also wenn ich die Pistons jetzt abbaue, passiert hier gar nichts. Keine Ahnung, hat wohl ein bisschen gebuggt. Aber da, es funktioniert. Geil. Hier haben wir wohl einen richtig heftigen X-Ray-Glitch, womit wir quasi durch Wände schauen können. Und damit können wir dann logischerweise auch Erze finden unter dem Boden. So, ergibt sich eine Night-Vision-Potion. Und wir sehen, Alter, wenn er einfach diesen Armor-Stand anschaut, der den Glasblock in der Hand hält, kann er durch Wände schauen, beziehungsweise durch den Ozean schauen. Leute, probieren wir es aus. So, da haben wir den Armor-Stand und jetzt müssen wir ihn am besten hier irgendwo platzieren. So, Glasblock in die Hand packen und jetzt müssen wir noch einmal die Pose verändern, plus natürlich nicht vergessen die Night-Vision-Potion. So, dann würde ich mal sagen, Leute, wir verändern einmal ganz kurz hier die Pose. Muss ich das davor machen? So, das war die richtige Pose. Lol, es geht jetzt schon. Oh mein Gott. Es geht wirklich, Leute. Es geht wirklich. Wir können hier einfach unter Wasser schauen, beziehungsweise durch Wände schauen. Als ob. Ich meine, in der Mine ist es jetzt nicht so der Vorteil unbedingt, aber wenn man jetzt vielleicht nach irgendwas Bestimmtem sucht, unter Wasser gerade, dann ist das ein mega krasser X-Ray-Glitch. Also ich glaube, nach diesem coolen Glitch muss man auf jeden Fall ein Like und ein Abo dalassen. Bis dann und ciao.